Sie brauchen eine Bestellung nicht wiederholen. Sie müssen auch nicht die ganze Zeit daran denken. Sie müssen überhaupt nie mehr daran denken. Sie bestellen ja auch nur einmal etwas und kümmern sich dann nicht mehr drum. Und rufen nicht jeden Tag wieder an, habt ihr auch meine Bestellung wirklich notiert und so weiter, sondern wenn bestellt ist, ist bestellt, Sache erledigt. Ich darf nur nicht abbestellen zwischendurch, indem ich, der Verstand wird dann sagen, ja gut, hoffentlich hat das geklappt. Das wäre schön, wenn wir das wirklich erreichen würden. Wäre schön, ist aber wieder eine Möglichkeitsform. Das heißt, ich tue es wieder zurück aus der Ereignisebene in die Möglichkeitsebene. Und das ist abbestellen. Ja. Das sollte ich also nicht machen, sondern ich bestelle einmal, ich habe es, dann ist es Teil meines So-Seins, dann brauche ich mich nicht mehr darum kümmern. Aber machen Sie sich einmal bewusst, wenn Sie was bestellt haben beim Warenversandhaus, ja, dann kann der Verstand kommen und kann sagen, ja und, wo ist es? Ja, sagen Sie, wo ist es? Ich habe es ja gerade erst vor ein paar Minuten bestellt. Jetzt muss ja der Auftrag erst ausgeschrieben werden. Der wird ans Lager gegeben. Die müssen das da raussuchen. Die müssen das verpacken. Die müssen das zur Post bringen. Die Post muss es mir, Sie wissen den Weg, ja? Die Post muss es mir herbringen und dann habe ich es. Das heißt also, wenn Sie bestellt haben, hat sich scheinbar gar nichts geändert. Es ist alles wie vorher. Aber es ist etwas Entscheidendes anders. Sie wissen, dass die Ihnen gesagt haben, jawohl, ist ab Lager lieferbar, ist innerhalb von 3 Werktagen bei Ihnen. So, also es hat sich scheinbar nichts geändert, aber Sie sind jetzt in der Gewissheit, ah, das muss ja die nächsten Tage kommen. Und Sie bleiben in dieser Gewissheit, ja, auch wenn der Verstand jetzt sagt, ja, wo ist es denn? Ist doch noch gar nichts da. Dann sagen Sie, ja, ja, okay, die müssen das ja erstmal liefern. Also Sie bleiben, Sie haben es sich weiter zu eigen gemacht. Sie behalten es in Ihrem So-Sein. Sie haben es bereits bekommen, weil es auf dem Weg zu Ihnen ist. So, diese Gewissheit, die sollten Sie halten. Sie müssen nicht daran denken, aber Sie dürfen nicht mehr aus dieser Gewissheit rausgehen. Sie müssen nicht dauernd diese Gewissheit spüren. Sondern das genügt einmal, Sie spüren, ich habe es erhalten, ich bin am Ziel, es ist geschehen, ja, Bestellung läuft, so. Aber jetzt darf ich nicht mehr daraus eine Möglichkeit machen, indem ich sage, hoffentlich oder das wäre schön, wenn, ja, sondern würden Sie ja auch, Sie denken ja auch nicht, wenn Sie was beim Warenversandhaus bestellt haben, hoffentlich haben die meinen Auftrag richtig verstanden und hoffentlich schickt die Post das nicht an einen anderen Empfänger oder was der Verstand sich alles ausdenken kann, was passieren würde, würden sie ja nicht denken, weil sie wissen, die wollen ja was verkaufen, also die passen schon auf, dass es zu ihnen kommt, die wollen ja das Geld haben und so weiter. Also solange sie es in ihrem So-Sein sich zu eigen gemacht haben, muss das Leben das liefern. Denn dieses So-Sein ist ihr Lebensfilm und der führt zu entsprechenden Ereignissen. Und dann wird jede Bestellung ausgeführt. Sehr schön. Also darf ich das bestellen, das fühlen, mich anschließend vielleicht noch beobachten, ob ich wirklich darin bleibe oder erkennen, dass ich gerade aus Versehen abbestellt habe? Nicht machen. Beobachter ist schon der Zweifel. Es könnte sein, dass ich guck mal, ob ich nicht wirklich schon... Nein, machen Sie ja auch nicht, wenn Sie beim Warenversandhaus was bestellt haben, sondern die Sache ist erledigt für Sie. Jetzt ist es auf dem Weg zu Ihnen und Sie freuen sich drauf, dass das jetzt bald als Realität in Erscheinung tritt. Das ist alles, was Sie zu tun haben. Ja. Moment mal. Ich muss mich einfach nur freuen, dass es in Erscheinung tritt. Das klingt ja schon wieder viel zu einfach, dass es gar nicht zu glauben ist, dass es so einfach geht. Mir ein Ziel überlegen, wie du das Ziel richtig formulierst, findest du übrigens in einem der vorangegangenen Videos
Und ich lade dich ein, meinen Kanal zu abonnieren, denn es gibt noch weitere Videos aus dieser Serie mit Kurt Tepperwein. Und diese Bestellung, die fand ich mega wichtig für mich und meine Kunden, denn ich wollte ja für mich coole Ziele haben und auch meinen Kunden helfen, dass sie ihre Ziele wirklich erreichen. Und da soll es jetzt einfach nur helfen, dass ich ein Ziel habe, eine Bestellung aufgebe und mich freue, dass es in Erscheinung tritt. Das ist viel zu leicht, viel zu einfach. Das ist für den Verstand einfach nicht greifbar. Da explodiert mein Verstand, der möchte das nicht wahrhaben, denn der möchte doch etwas analysieren, der möchte etwas tun, der möchte einen Plan machen, der möchte sich bemühen. Der kann das einfach nicht akzeptieren. Und vielleicht geht es dir auch so, und es ist für dich eine Hilfe, dir auch die anderen Videos der Serie anzuschauen und in meiner Masterclass am Dienstag 20 Uhr dabei zu sein, denn da lernst du, wie du aus dem Verstand rauskommst, in dein Herz, dass du wirklich ein Ziel hast, das richtig manifestierst und dich darauf freust, dass es eintreten wird. Und in dieser Masterclass sind schon viele tolle Ziele hervorgegangen, ob das Umsatzziele sind oder Häuser oder das Ziel, als Festangestellte zu kündigen. Es hängt wirklich mit diesen Dingen zusammen. Und das kann der Verstand nicht verstehen. Deswegen nehme ich mir die Zeit und zeige dir das live jeden Dienstag 20 Uhr und lade dich heute in meinem Zoom-Call dazu ein. Und wenn du schneller lernen möchtest, wie Kurt Tepperwein das wirklich meint, wie du wirklich erwachtes Bewusstsein bist und aus dem erwachten Bewusstsein deine Ziele formulierst und auch dein Marketing machst, um diese Welt mit zu verändern, um ein großer Leader, eine große Leaderin zu sein und viele Menschen mitzunehmen, die diesen Wandel jetzt brauchen, die diese Veränderung vom Verstand ins Herz auch erleben wollen, dann lade ich dich heute ein. Schau dir mal diesen Online-Kurs an, den Kurt Tepperwein 8 Wochen lang aufgestellt hat, wo du genau die Schritte lernst, wie du erkennst, wann bist du im Ich, wann bist du erwachtes Bewusstsein, wo Kurt Tepperwein dir erzählt, wie auch er es geschafft hat, ins erwachte Bewusstsein zu kommen und dort zu bleiben und wie du vor allem als erwachtes Bewusstsein Ziele formulierst und dein Marketing machst, um deine Business-Idee ins Leben zu bringen. Und ich freue mich, wenn wir uns mal sehen in einem der nächsten Mindset Masterclass an einem Dienstag 20 Uhr, wo wir deine Ziele formulieren, wo ich dir auch zeige anhand eines transformatorischen Prozesses, wie du es schaffst, aus dem Verstand in dein Herzen zu kommen. Denn dein Verstand wird das alles nicht verstehen können. Einmal bestellen, nicht mehr dran denken, es soll einfach so eintreten. Das ist für den Verstand nicht greifbar. Und damit du es einmal erlebst, wie es wirklich leicht ist und wie du das auch fühlen kannst, sei unbedingt dabei, sei es dir wert, nimm diese Einladung an, melde dich einmal an, du musst dich nur mit deinem Namen, deiner E-Mail-Adresse registrieren, dann bekommst du von mir per E-Mail den Zoom-Link zugeschickt und bist mit dabei, live, wenn wir auf Zoom am Dienstag 20 Uhr dein Ziel manifestieren. Du fühlst es dann aus dem Herzen und spürst, was wirklich möglich ist, welche Intelligenz in deinem Körper sitzt, welche Vielfalt, welches unendliche Potenzial in deinem Körper wirklich sitzt.